Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP ist die nächste Rednerin. Kolleginnen und Kollegen, beginnen wir beim Verbindenden, was die Kollegin vielleicht vorher angesprochen hat. Das Thema künstliche Intelligenz ist in aller Munde und es ist eine Revolution. Es wird unser, oder es tut schon, es verändert unser Leben, unser Wirtschaften, unser Zusammenleben, öffentliche Bereiche, Bildung und vieles, vieles mehr. Und ja, als Politik nehmen wir immer wieder gerne Superlative in den Mund, aber ich glaube, von Revolution zu sprechen oder einer revolutionären Technologie ist sicher nicht übertrieben, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Ich habe heute mit einigen Schulklassen diskutiert und KI ist nicht gleich KI, aber gerade generative KI hat es für viele Menschen überhaupt einmal greifbar gemacht, was hier für eine Technologie zugrunde liegt und welchen Mehrwert sie bietet. Beispielsweise mit einer Klasse der HTL Hollabrunn habe ich heute gesprochen, wie einfach es ist, einen Programmcode über ChatGPT oder Ähnlichen zu generieren. Und es kam natürlich sofort die berechtigte Frage, ich habe jetzt sehr viel Zeit im Programmieren investiert, in das Erlernen von Coden. Was wird in Zukunft meine Aufgabe werden? Wir haben auch relativ schnell auch ein neues Aufgabenfeld oder ein erweitertes Aufgabenfeld gefunden, weil Softwareentwicklung ist nicht nur Coden und jedes Projekt braucht auch eine Projektbegleitung, um das, was Nutzerinnen und Nutzer wollen, auch mit dem Programmcode zu verbinden. Ich habe heute eine Klasse gehabt aus der HLT Retz und da haben wir diskutiert über die Fehlbarkeit von solchen Systemen oder wie nachvollziehbar überhaupt solche Ergebnisse sind. Und das sind alles Fragestellungen, die viele von uns und viele der Bevölkerung auch bewegen. Und deswegen ist es uns als Regierungsparteien durchaus sehr wichtig, zum einen natürlich die Chancen von KI zu nutzen, aber zum anderen auch die Gefahren, die sich vielleicht da oder dort ergeben, nicht auszublenden. Und das ist ein wichtiger Beitrag, es ist eine richtige Entscheidung, auch eine KI-Servicestelle zu etablieren, um zum einen viele dieser Bereiche auch anzusprechen und zu begleiten. Die KI-Servicestelle soll natürlich Unternehmen, die vielleicht in der Entwicklung, in der Forschung solcher Systeme sind, begleiten, gerade auch auf den regulatorischen Prozess, der sich mit dem AI Act ergibt, auch vorzubereiten. Es geht darum, um KI-Systeme sinnvoll in unseren Unternehmen einzusetzen, Effizienz zu steigern, auch hier volkswirtschaftlich natürlich auch einen Mehrwert zu generieren. Aber, und das ist vielleicht das, wo wir uns jetzt unterscheiden mit der Kollegin, der Vorrednerin, natürlich geht es auch um Wissensverbreiterung, das KI-Thema auch einer breiten Bevölkerung auch zugänglich zu machen, zu erklären, was liegt dahinter, Analyse, Studien zu ermöglichen, Leitlinien ermöglichen, Informationen für Nutzerinnen und Nutzer. Das ist durchaus eine sehr wichtige und wertvolle Aufgabe, die diese Servicestelle auch erbringen soll. Und sie soll auch gleichermaßen wissenschaftliche Expertise bündeln. Ein KI-Beirat, der eben aus Personenkreisen steht, aus wissenschaftlichen Personen, die sich aus der Ethik, aus der Forschung, Ökonomie, Recht und Technik ergeben, um auch hier ein beratendes Gremium für die Regierung und für die KI-Aufgabenstellungen ergibt. Das ist aber nicht die einzige Stelle, die sich mit dem Thema befassen wird. Und vielleicht die Kollegin Dutzter hat es heute noch nicht weitergeleitet bekommen, aber gestern erst haben wir eine E-Mail auch des Staatssekretariats bekommen, wo es darum geht, wie die weitere Ausbaustufe ist, neben der KI-Servicestelle, dem KI-Beirat, den es etabliert wird, auch natürlich auch die Möglichkeit zu schaffen, vielen verschiedenen Stakeholdern, die sie beispielsweise aus der Interessensvertretung geben, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, aus Non-Profit-Organisationen, Vereinen, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, auch zu bündeln, zusammenzubringen und auch das Thema KI, Umsetzung in Österreich, Weiterentwicklung, rechtliche Rahmenbedingungen auch voranzutreiben. Das ist durchaus sehr begrüßenswert. Danke, Herr Staatssekretär, dass du auch hier immer wieder so bemüht bist. Vielleicht noch zwei, drei Kritikpunkte, die sich aus der Ausschussdiskussion auch immer ergeben haben. Das Thema Interessensvertretung, wie weit wird die eingebunden, habe ich schon angesprochen. Es wird hier ein breit aufgestelltes Governance-Forum geben, wo eben die Interessensvertreter auch mit erfasst sind und auch mitreden können und sollen. Das Thema Finanzierung ist öfters an uns herangetragen worden, jetzt da auch im Zuge der Debatte. Aber auch hier ist klar in unserem Initiativantrag als auch in den Erläuterungen festgehalten, dass diese zusätzliche Kompetenz, die auch die Regulierungsbehörde, die RTR, durchführt, auch zusätzlich finanziert wird, neben dem budgetären Rahmen, der bereits für die RTR geregelt ist.
Und es war auch die Fragestellung aus dem Ausschuss heraus, wie sinnvoll ist es, wenn der AI-Act ja zwar im Trilog beschlossen ist, aber noch nicht im Parlament beschlossen ist, wie weit sollen wir hier auch schon Maßnahmen setzen? Ich persönlich glaube, es ist durchaus sehr sinnvoll, auch hier Vorbereitungsmaßnahmen zu setzen, weil wir wissen, vieles, was jetzt da schon auf den Weg gebracht wird, beziehungsweise wo die Diskussionsgrundlage ist, und den Unternehmen, die hier tätig sind, auch zu unterstützen, wenn es um die Pflichten aus dem AI-Eck geht. Da geht es um Klassifizierungsthematiken, da geht es um Informationspflichten, Transparenzpflichten. Hier gut vorbereitet zu sein, ist durchaus sehr, sehr sinnvoll. Also insgesamt ein guter Antrag, ein gutes Gesetzesänderung, die wir hier beschließen, und eine Kernaufgabe und wichtige Aufgabe, die die Servicestelle durchführen soll. Ich bitte um breite Zustimmung. Eva-Maria Himmelbauer, die Sprecherin für Digitalisierung, Telekommunikation und Netzpolitik der ÖVP, war das.